Liebe Mitstreiterinnen, liebe Mitstreiter, es ist beeindruckend, wie viele Menschen das neue Polizeiaufgabengesetz bewegt. Es ist beeindruckend, wenn man hier runterschaut, wie viele Menschen hierher gekommen sind, um gemeinsam gegen dieses Gesetz zu demonstrieren. Und es zeigt, was alles möglich ist, wenn bei wichtigen Themen alle progressiven Kräfte in Bayern an einem Strang ziehen. Vielen Dank euch allen, dass ihr hier seid. Und allen Organisationen oder Parteien, die sich hier Seite an Seite der CSU und der bayerischen Staatsregierung entgegenstellen. Man sieht in den letzten Tagen und Wochen durch die vielen Demonstrationen Land auf und Land ab gegen das Polizeiaufgabengesetz und gegen das neue psychisch Krankenhilfegesetz, dass die absolute Mehrheit der CSU im Landtag nicht mehr durch die Bevölkerung gestützt wird. Seit Wochen treibt mich als Landtagsabgeordneten und meine Kolleginnen und Kollegen dieses Polizeiaufgabengesetz um. Ich berichte euch mal darüber, wie das Gesetz im Landtag diskutiert wird, was Gutachter dazu sagen. Es wurde ja schon auch angesprochen. Wir haben jedes Detail unter die Lupe genommen und mit Juristen und Experten besprochen. Und die SPD ist zu dem Urteil gekommen, wurde auch schon angesprochen, dass durch dieses Gesetz, wenn dieses Gesetz in Kraft tritt, die Polizei die meisten Befugnisse seit 1945 bekommen. Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, dieses Gesetz darf nicht in Kraft treten. Ich zähle jetzt hier nicht jedes Detail auf. Vieles wurde ja auch bereits gesagt. Bildaufnahmen durch die Polizei, heimliche Aufnahmen von Gesprächen, Telekommunikationsüberwachung, der Einsatz von V-Leuten und vieles mehr werden durch dieses Gesetz ausgeweitet. Ihr merkt schon, das sind keine Mittel, um Verbrecher zu fassen oder Straftaten aufzuklären. Das sind Methoden im Vorfeld, die im klassischen Polizeirecht normalerweise nichts zu suchen haben. Das sind Dinge, die in den Bereich des Verfassungsschutzes gehören. Und hier wird eine Vermischung vorgenommen, die nicht in Ordnung ist. Natürlich sollte man Straftaten bereits im Vorfeld verhindern, wo es möglich ist. Aber eine hundertprozentige Gefahrenabwehr ist in keinem demokratischen Staat denkbar. Solche Maßnahmen sollten nur eingesetzt werden, um zum Beispiel Terrorismus zu verhindern. Das neue Polizeiaufgabengesetz betrifft aber neben Terrorismus auch alle möglichen sogenannten drohenden Gefahren. Verfassungsrechtler haben in einem Gutachten davon berichtet, dass die Skala der möglichen Delikte bis hinunter zur Sachbeschädigung reichen kann. Und die muss man nicht einmal begangen haben oder konkret planen. Schon wenn eine Gefahr keimt, soll die Polizei eingreifen können. Laut CSU ist dieses Gesetz aber notwendig, um unsere Demokratie zu verteidigen. Die sollen mir aber mal erklären, wieso man dafür ein Gesetz braucht, das bis an den Rand unserer Verfassung und in vielen Teilbereichen wahrscheinlich darüber hinausgeht. Jede neue Befugnis für unsere Sicherheitskräfte muss begründet sein. Fakt ist, dass die CSU und die Staatsregierung die Notwendigkeit der Regelung an keiner Stelle nachgewiesen hat. Fakt ist auch, dass die Kriminalitätshäufigkeit so niedrig ist wie seit 30 Jahren nicht mehr. Fakt ist, dass wir eine so hohe Aufklärungsquote haben, wie lange nicht mehr. Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die Polizei braucht keine neuen Befugnisse. Die Polizei braucht mehr Personal, um ihre Arbeit gut machen zu können. Hier in Mittelfranken sind alle Polizeiinspektionen um 25% unterbesetzt. Also lieber mehr Personal als mehr Befugnisse. Die Polizei wird durch dieses Gesetz auch nicht unterstützt,
Ihr wird indirekt das Misstrauen ausgesprochen durch die eigene Regierung. Dieses Gesetz dient nur der Inszenierung des Innenministers als Landessheriff. Wir, die Opposition, werden im Landtag gegen dieses Gesetz kämpfen. Es ist natürlich ein schwieriger Kampf gegen eine absolute Mehrheit der CSU. Aber ich sage immer, auch die Opposition im Landtag kann etwas erreichen mit der außerparlamentarischen Opposition. Und die außerparlamentarische Opposition sind alle die, die hier heute stehen. Vielen Dank, dass Sie uns alle die notwendige Rückenstärkung hier auf der Straße gibt. Ich wünsche uns allen viel Erfolg noch in unserem gemeinsamen Kampf gegen dieses Gesetz.